Werte Lords, werte Ladies, grüß Gott und herzlich willkommen zurück zu die Gilde 2 Renaissance mit dem Mega Mod Pack und Lord Carbon. Ja. Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal. Die Entführung war erfolgreich, das ist sehr schön. Hallo Dominik, hallo Jakob, grüß euch. Eine Dynastie trauert. Oh shit. Beweise sind gesammelt, das ist nicht so optimal. Warte mal, wo wäre denn das gewesen? Wollte ich da gerade nicht machen, gell? Das ist schon ein bisschen blöd. Dennis, servus. So. Lasst uns hier mal. Oh, Lukas, servus, Christe. Florian, servus. Flash Team, servus. Es kostet wenig und man kann es kaufen. Zum Beispiel auf Steam. So, ich bin mir nicht sicher, wie das mit diesem wunderbar. Gehen wir mal, warte mal. Na, freilassen. Na. Hier bin ich. So sei es. Töten könnte man. Hallo Matt, hallo Rambo. Töten, Bibern, servus. Da schau her, Bibern Brot, grüß Gott. Simon, servus, super, servus. Töten könnte man den Herrn Kollegen Dorfschulze, den unnötigen Hund. Alles klar, WRTG. Hallo Simon. Eieiei. So, mein Freund. Was war dein Problem? Wieso hast du mich nicht gewollt? Wieso magst du mich auch heute noch nicht? Es wird mich mal interessieren, hä? Ja. Dirk, servus. Ein guter Plan. Auf DVD? Muss schauen beim Mediamarkt, ob es es gibt. Lassen wir hier meinen Kollegen zurück. Schauen wir mal, was wir kriegen, lösegeldtechnisch. Der ist geschützt. Mit dem gehen wir mal zum Markt. Ich möchte mal ein paar Dinge kaufen. Ja, ein bisschen beschleunigen. Oh, nicht nur Dinge kaufen. Vielleicht können wir hier Erfahrungs... Schauen wir, dass wir das möglichst gut verbergen können. Da ist er. Und da ist der Markt. Perfekt. So, ich möchte mal schauen, was wir hier so, ob wir hier etwas kaufen können. Jan. Jetzt nicht mega krass. Können wir vielleicht. Wieso habt ihr nie Parfüms? Das gibt's doch nicht. Hallo Andi, servus. Das ärgert mir ein bisschen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Könnten aber ein Langschwert kaufen. Eieiei, das ist spannend. Ein Vollhelm? Lol. Kettenpanzer? Yes. Langschwert? Oh, lol. Pistolen? Na, ist egal. Alter. Wow. Ein guter Plan. Die Rechtsprechung wurde geändert. Nicht schlecht. Nicht so schlecht. Der Sieg ist immer mal ein bisschen arbeiten. Jetzt haben sie ja schon Beweise. Das ist jetzt schon quasi bestechen, bedrohen, erpressen. Na, aber gehen wir mal da rein und schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Was ist? Einbruch begehen. Lösegeld fordern. Wie schaut es in der Politik jetzt aus? Der ist jetzt quasi. Aha. Ich könnte theoretisch. Ich probiere es einmal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Der mag mich relativ gut und gerne. Wo ist der Feind?
Dann haben wir mal ein Kompliment machen gehen. Für Ruhm und Ehre. Lassen wir den Kollegen mal nicht raus. Vielleicht haben wir Glück. Lassen wir den nochmal bewachen. Meine Klinge ist scharf. Auf Amt bewerben. So, hier so rein. Es. Hier, das ist meine Amtsbewerbung. Bitte reicht sie weiter. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Stadtrat, bitte pünktlich zum Termin. Ich weiß, wer nicht pünktlich kommt, Schreiber. Ich weiß, wer nicht pünktlich kommt. Oh, Herr Doc, grüß Gott. So, wie schauen wir hier aus? 26, perfektes Alter, um hier jetzt einmal... Aber wichtige Personen sind die Amtssitzungsgeschichten. So, die mag man überhaupt nicht. Aber es ist ja eigentlich wichtiger zu gucken, wer sonst noch. Die Käthe Schulz. Die Tanja. Thomas. Eine Dynastie trauert. Achtung! Stillgestanden. Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir werden jetzt ein bisschen die. Oh. Der Ehre wegen. Wie war's? Bitte, wo war? Hä? Wo ist denn? Was macht denn die da? Wo bist denn du gerade? Ah. Aber wir haben hier folgendes. Käthe Schulz. Das könnte... Na. Njam, 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 njam. Hey, was macht sie da? Was? Jetzt. Eieiei. Super läuft's. Perfekt sogar. Ich möchte nur auf sie losgehen. Schauen wir mal, wo sie ist. Na, wie soft. Eieiei. Das taugt mir nicht wirklich meine gut. Klinge ist scharf. Aber vielleicht können wir dafür mit den anderen reden. Oh, mit dem Thomas nicht. Mit dem Nein. Aber vielleicht können wir jemanden bestechen. Wie geht das? Bestechen. Dorfvogt. Oh, schlecht. Die haben nicht genug Geld. Das ist was? Schlecht. Das ist schlecht. Das ist... Nicht gut. Haben wir hier mal irgendwo Wegelager ran, dass sie irgendwas Sinnvolles macht? Ein guter Plan. Meine Klinge ist scharf. Mit dem wollte ich gar nicht reden. Das war ein Fehler. Oh, der treibt sie bei mir rum. Na, der reibt mir vielleicht Gift rein. Oh, shit, man. Eieieiei. Das ist nicht gut. Das darf ich einmal so behaupten. Das ist nicht gut. So. Ich lasse mich von meiner eigenen Schunkelmusik ein bisschen hier. Ich müsste diejenigen aus dem Weg räumen, aber das glaube ich wird ein bisschen ein Problem werden. Überleg, wie ich das am besten machen kann. Keine Ahnung, Slipper war ich noch nie. War ich noch nie. Kompliment könnte man schon mal machen. Kleinigkeit. Aber bringt leider Gottes nur wenig. Das ist nicht das, was wir gerade machen wollen. Fürchte, so ein bisschen. Ah ja, egal. Der Ehre wegen. Vielleicht können wir aber mit denen noch ein bisschen quatschen. Bis sie die Gunst gewinnen.
Ich bin gerüstet. Was? Na? Was ist jetzt? Emihan, servus. Also keine Ahnung, was jetzt ist, aber die Amtssitzung wird ein bisschen problematisch werden, fürchte fast. Der Sieg ist unser. Gehen wir nur mal zum Markt, schauen wir, ob wir was kaufen können. Hier bin ich. Wo redet sie mit den Leuten? Wo rennst denn du mal dumm her? Hier! So, dürfen wir reden, Kummer? Hallo. Mach, bleib stehen. Oh, das was gebracht. Kann ich dir eine Busse geben oder so? Kleinigkeit. So stattlich wie ihr sollten mehr Männer sein. Vielen Dank für eure Worte, meine Dame. So, Aber es bringt wahrscheinlich jetzt doch. Der Dorfschulze. Ich bin gerüstet. Naja, ich meine, ich sage jetzt einmal, der Dorfschulze wird keine Zeit haben, so. Aber ja. Bin natürlich gespannt. Sie hat ja einen mega krassen Vorbau. Egal. So, was wird man sonst noch machen? Wege lagern wollte man nicht. Können wir sonst irgendwas Cooles machen? Hört man gerade. Bestechen könnte man den noch. Für Ruhm und Ehre. Ja. Ja. Es lebt ja keine Ahnung. Ich wohne da seit 6 Monaten. Ich weiß das nicht. Oder seit einem Dreivierteljahr eigentlich. Ich bin gerüstet. Lauf schneller! Alter, das sind wir Zwillingsbrüder. Alter, haben wir dieselbe Mutter. Alter. Ich glaube, wir haben dieselbe Mutter. Oh. Pass mal auf. Es ist nett. Lassen wir das. Kleinigkeit. Ein guter Plan. Das nervt mich nämlich. Oh. Oh, wir haben eine Zeugin. We have a big problem. Wir haben eine Zeugin hier. Hm? Zoe anbieten, den freizulassen. Ist glaube ich nicht so optimal. Und freilassen sowieso nicht. Das ist auch nicht so optimal. Irgendwas auf Lager, denke ich mal ja. Na. Lassen wir das einmal so, wie es ist. Das passt schon ganz gut. Die Zeugin, die macht mir ein bisschen Sorgen. Wieso steht die da einfach so rum? Finde ich nicht gut. Müssen wir uns drum kümmern? Wer ist denn sie überhaupt? What? Die hat ein Vermögen von 55.300. Alter, wie viel hast denn du? 56.527. Oh, da schau her. Oh, ich hab gerade eine gute Idee gehabt eigentlich.
Der Mauspad staubt. Krass. Müssen wir abwischen. Okay. Niemand gepasst. Oje, oje. Der Ehre wegen. Wieso gibt's da nie Parfum? Das gibt's doch nicht erst. Ist das ärgerlich. Wahnsinn. So, was Ärgerliches. So, hier ist die Hölle los, oder? Wieso habe ich hier nirgends einen Umsatzbericht? Ist auch ärgerlich. Ah, den könnte man wieder vergiften. Oh, oder was ist das? Ein guter Plan. Oh, das passt ganz gut, oder? Wir überlegen mal kurz, ob wir da irgendwas jetzt machen. Wieso kriege ich keine Erfahrungspunkte? Ärgerlich. Hä? Der Sieg ist unser. Oh. So, Kollege, du gehst jetzt. Nein, nicht du. Ich muss weg. Ja. Fabian, servus. Philipp, servus. Wo haben wir denn noch niemand positioniert? Da haben wir schon jemanden positioniert. Ist auch schon jemand positioniert? Hier ist, glaube ich, noch keiner. Naja, egal. Jetzt ist jemand da. So, schauen wir nochmal wichtige Personen. Ich glaube, die gehen jetzt alle schon langsam hierher. Die gehen ziemlich sicher alle hierher. Ja, schön. So. Ich traue mich kaum jetzt nur mal mit dem Kollegen sprechen. Schauen wir auf Amazon, Tobias. Was? Leider. Was sind denn das alles? Sind das alles Schergen? Das gibt's doch nicht, oder? Alter. Ich bin echt ehrlich gespannt, wer es wird. Ich bin echt wirklich krass gespannt, wer es wird. Ich war noch nie so gespannt wie jetzt, dass ich weiß, wer es wird. Ich möchte mit keinem reden, weil niemand mag mich. So irgendwie kommt mir das zumindest so vor. Stirbt er jetzt? Ah, ich weiß nicht. So, wie wäre es, wenn wir 16.30 Uhr... Komm schon. Jetzt geht's gleich los, Freunde. Na, Sleeper, danke. So, jetzt bin ich aber echt krass gespannt. Ich muss mir selber die Daumen drücken. Bitte. Damen und Herren, ich erkläre die heutige Sitzung für eröffnet. Wo ist denn der Dorfschulz? Der ist nicht da. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Das ist er ja nicht, oder? Das ehrenwerte Amt des Gildenvertreters. Ja, na. Ich protestiere. Zu jeder Zeit habe ich mein Amt hingebungsvoll ausgefüllt und alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit der Bürger. Das geht's mir nicht, lieber. Dankeschön, aber. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Bitte. Hey, servus. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Komm schon. Ich sage nur so viel. Wägt diese Entscheidung. Hey, ich war das, servus. Wir werden nunmehr über diesen Antrag abstimmen. Alter, du stirbst. Danke für euer Vertrauen. Auf du der stirbst. Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Alter, das war ein Fehler. Die Streckbank des Foltermeisters. Einen Moment mal. Mich
absetzen? Jetzt gibt's einen Toten auf meiner Liste. So, haben wir das erledigt. Jetzt gibt's jemanden, der hier ein großes, großes... Wieso haben die alle kein? Das ist unfair. Soll ich helfen? Eieiei, schade. So, passen wir auf da. Nein, ich brauch mehr Geld. Gibt's doch nicht, Herst. Kleinigkeit. So sei es. Bin echt so unsympathisch in dem Spiel. Versteh nicht, nur weil ich Goner bin. Es ist, weil der Parfum nicht geht. Oder weil ich hier die falschen Gewänder trage. Duellhandschuhe. Ich würde gerne so eine Bürgerkleidung tragen, aber niemand stellt Bürgerkleidung her. Das ist einfach echt krass. Echt. Wirklich echt krass. Das ist echt krass. Das ist. Kann man auf Steam kaufen, Schwander. Rufmord. Okay, nachdem das ja jetzt sowieso hier nichts wird, würde ich sagen, gehen wir mal hierher. Na klar doch. Wir lassen den frei. Ah, es ist so schwierig. Du kannst da so ein bisschen was tun jetzt für die Kohle. So ein bisschen was zumindest. Was ist? Ist der Freikummer? Ist es jetzt der Scheiß Ernst? Ist es jetzt der Ernst? Was ist los? Well. Meine Klinge ist scharf. Müssen wir uns da selber drum kümmern, oder was? Jetzt stirbst du. Wie war's? Läuft fixflüssig, 100%. Will er nicht reden mit mir? So sei es. Na, ich werde es auch nicht mehr probieren. Ich werde nicht mehr Zeit damit verschwenden. So. Was schon her. Mag er mich schon langsam wieder. Ich würde ganz gern... Nein, ich möchte nicht bestechen, aber ich möchte ganz gerne Freunde werden von ihm. Ein Freund werden von ihm? Kleinigkeit. Der Sieg ist unser. Und vielleicht haben wir anders mal Freunde, keine Ahnung. Für Ruhm und Ehre. Kann dir nicht empfehlen, dass du einfach so vorbeikommst, Slipper. Hola, Wops. Hey, wow, wow, wow. Easy cheesy. So, jetzt aber. Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen einen anderen Ruf. Ich schaue jetzt einmal, was ein neuer Titel kosten würde. La 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 la. Ich glaube, dass der 7500 kostet. Ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Kann man da einbrechen? Kann man hier.
Na, wir werden aber wieder einbrechen. Aber ich bin mir sicher, dass jetzt mittlerweile schon alle... Vielleicht, weil das meine Privatsphäre ist, Lippe, und ich kann Bock haben, dass du da vorbeikommst. Möglicherweise könnte es der Grund sein, ja. Wenn man einfach unangemeldet quasi vorbeischneidet. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das taugt. Aber ja, mach was du willst. Du machst ja sowieso was du willst. Folgerechtlich passt das schon. Weil das vielleicht nicht ganz normal ist, wenn man irgendwo zu irgendwen heimkommt, wo man nicht eingeladen ist. Vielleicht. Ich mag es jetzt auch nicht mehr lesen, Slip, okay? Ich habe ja keine Lust drauf, okay? Schauen wir mal, ob es da was zu holen gibt in der Heilerstube. Zack, und wir schauen da raus zur Mine. Oder was war denn das? Nein, das war die Mühle. Genau, ob es da jetzt da noch was zu holen gibt. Dieses Einbrechen ist eine verdammt geile Einnahmequelle. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Bin ich gespannt. Ein paar Münzen ist besser als gar nichts. Ein paar Münzen ist besser als gar nichts. Ein paar Münzen ist besser als nichts. Ja. Oh, wer kommt denn da? Lol. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, das ist ein blöder Zufall. Oh, 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 oh. Houston, we have a big problem. Aber der hat sich den Fuß verstaucht. Und er geht wieder. Ich glaube, der hat Angst ein bisschen vor uns. Naja, egal. So, haben wir sonst noch irgendwo Informationen über den Dieb? Über die Gebäude, die wir besuchen wollen. Wir wollen ja quasi nur, dass das Geld sicher irgendwo ist. Warte mal kurz. Müsste eigentlich gleich kommen, theoretisch. Steffen, servus, grüß dich, hello. Ein Einbruch war erfolgreich. Das lohnt sich halt verdammt viel. Das ist halt der Wahnsinn, ne? Das lohnt sich, das freut mich sehr. In Ordnung. Bitte, servus. So. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Jetzt bin ich gespannt, was für Informationen. Ja, könnte problematisch werden. Aber no risk, no fun, oder? Schauen wir mal. Und was macht sie noch? Wo ist wer? Darum. Ah, darum. Was ist jetzt dabei? Okay. Die ist jetzt dabei. Haben wir hier noch in der Stadt was? Mal hier irgendwo ausspionieren könnten. Die Gießerei natürlich, aber die ist mittlerweile, glaube ich, gut geschützt, oder? Bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Wird sie hier nichts? Doch. Alles läuft hier prächtig. Außer, dass wir nichts im Saufen haben. Was liegt an? Machen die Liebesdienst? Anywhere? Irgendwo? Irgendwer? KI? Oder was? Muss passen. Keine Ahnung. Ich hoffe, das passt so. Mahlzeit! Der Ehre. Lass uns mal ein bisschen haben gehen. Der Sieg ist unser. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ja... Ah, besser als wie nix, oder? Oh, der hat schon sehr viel Erfahrung gesammelt in seiner Karriere bei mir. Das ist 30. Das ist gut. Ein Einbruch war erfolgreich. Sauber. Ist super. Ja, das funktioniert echt gut. Muss ich sagen, da hinten war irgendwo... Euer da, Dieb na? Hat Informationen na, gesammelt. Na, warte. Schauen wir nochmal kurz. Problematisch wäre ein paar Münzen. Das ist euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ja, warte mal. Oh, oh. Na. Eins nach dem anderen. Ja, das ist gut. Ich finde das gut. Das reicht doch absolut, um hier schon mal die ersten Einbrüche. Die ersten Einbrüche zu begehen. Aber es gibt hier sicherlich irgendwo eine Mine, die ungeschützt ist. Da hinten. Yes. Oh.
Ein Einbruch war erfolgreich. Na, das riskieren wir lieber nicht. Hier! Na klar doch. Jo, Schwander, hau rein, servus. Perfekt, hey, das läuft echt gut. Also, wenn wir hier weiterhin ins Gefängnis brechen, wir lieber nicht ein. Das ist nicht so klug. Ins Räubernest. Mach ich. Das ist natürlich... Oh, ist da jemand gestorben? Es ist nicht optimal gelaufen, wenn da jemand gestorben ist. Aber es muss weitergehen, ne? Nur wo? Wie und wann? Ein Einbruch war erfolgreich. Jawohl. Wie gesagt, das lohnt sich schon richtig. Also, das ist schon sehr, sehr gut. In Ordnung. Ich möchte nur mal ganz kurz schauen. Oh, meine Tochter. Kaufst du mir was Schönes? Nein. Jetzt nicht. Lasst uns doch mal wieder zusammen ins Schlafzimmer gehen, geliebte Frau. Nein, schert euch fort. Alter, die haben mir Watschen runtergehauen. Fünf Euro spenden, Doc. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. 5 Euro spenden ist 5 Euro und vor 4,99 beim VIP sind es zwar Fixeinnahmen, ja, euer Dieb hat Informationen, aber 70% nur, um Gottes Willen. So, was ist hier los? Lächerlich. Lohnt die... Das, na, das doch. Was liegt an? Da müssen wir Zeichen setzen, das passt schon. Wenn ihr meint. Oh! Oh. Bei der Kirche wenn einbrechen, jawohl. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Das stimmt. Das stimmt. Der Geldbeutel sitzt beim Steuerfan ganz locker, das wissen wir alle. So, wie schaut's jetzt aus? Du doofe Pute. Kleinigkeit. Finde ich nicht korrekt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt haben wir gedacht, er schmiert ihr eine. Ihr küsst sehr gut, meine Dame. Das war jetzt nicht Leibung gewesen. Ja? So, wie schaut's jetzt aus? Okay, jetzt können wir aktuell nichts machen. Ja, ist wurscht. Vor der wollen wir auch nichts machen. Er ist wirklich gestopft, ja. Wo ist der Feind? Der wo ist der wirklich Feind? Gestopft. So, wo bist du? Was wäre... Wieso macht sie nichts? Ach so. Oh, Verzeihung, da ist erst eingebrochen worden. Natürlich, das verstehe ich. Aber hier ist sonst nichts mehr, ne? Da müssen wir da hinten wieder einbrechen, macht nichts. Ein Einbruch war erfolgreich. Oh, 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 oh. Wow. Ja. Erledigt. Das kannst du laut sagen. Hättest du eigentlich Urlaub verdient? Krass. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Ich würde echt richtig gerne hier einbrechen. Ich traue mir auch fast nicht, aber ist wurscht. Ich bin gerüstet. So, kaufen wir uns einmal... Na, doch. Kaufen wir uns einmal den nächsten... Ein guter Plan. ...Titel. Den können wir uns jetzt leisten, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer vorn liegt. Ob es der Timo ist oder ob es der Steuerfan ist. Müsste lügen. Ich weiß auch nicht, wo ich das nachschauen kann. Es gibt eine Seite, die funktioniert aber nicht so richtig gut. Würde mich aber persönlich auch mal interessieren. Oh, der nächste Einbruch war erfolgreich, oder? Kann das sein? Krass. Hey, was ist da hinten? Holzfällerlager. Da wollen wir mal vorbeischauen. Wird erledigt.
Bist du jetzt schon da? Vor aus der Familie. Hat Informationen gesammelt. So, geht so. Oh. Das schaut richtig gut aus. Mach ich. Es schaut richtig gut aus. Da kommt die nächste Kohle aufs Konto. Sehr, sehr gut. Gerüstet. Was ist hier? Irgendwas stinkt. Ich bin's nicht. Ja, na, wir machen jetzt folgendes. Wir klettern die Leiter hoch. Für Ruhm und Ehre. Dankeschön. Wir werden... Euer Dieb hat Informationen nur gesammelt. Nur circa 45 Minuten Hallo. Streamen. Ach, ihr seid es. Ist das nicht ein herrlicher Sommertag? Hört nur, wie schön die Grillen zirpen. So, diesen Stapel hier hin und jetzt noch da schnell die Urkunde beglaubigt. Ja, du Was bist... gibt's denn? Oh, Mamia. Ein neuer Adelstitel soll es sein, was? Für die folgende unglaublich geringe Summe kann ich versuchen, euer euch den Dieb neuen Titel zu verschaffen. Was sagt ihr? Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ein guter Plan. Nun? So sei es. Ein Einbruch war erfolgreich. Puh. Ja. In Ordnung. Ich will Beute machen. Ein Einbruch war erfolgreich. Ich will Beute machen. Ein Einbruch war erfolgreich. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ordnung. So, lala. Was haben wir hier stehen geblieben? Was habe ich jetzt gemacht? Was hat der gemacht? Was passiert hier jetzt? Der Obstbar? Keine Ahnung. So, wie war's? 15.000 Gewetten abgeschlossen. Ohne Witz, ich glaube 7.500. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt 15.000 sind. Finde ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Aber wir haben die 15.000 so gut wie beieinander. Ein guter Plan. Es passt. Oh, nein. Ich wollte dir theoretisch nur. Ja, rein, Florian, tschüss. Ja, baba. Was hat man nun? Na, sehr witzig, interessiert mich nicht. Mit Richie was zocken außer PUBG? Keine Ahnung. LS mal fix nicht, okay.
Was? Das kann ich schon mal garantieren. So, haben wir sie wieder lebt? Jawohl. Was? Perfekt, na dann. So sei es. Springen Sie in Kisten. Wir sollten reden. Komm doch bitte in unser Schlafzimmer. Nein, ich habe Kopfschmerzen. So, da la. Sünder los, Herrst. Das ist ja skandalös. Was macht sie mit mir? Sie weist mich ab. Das geht überhaupt nicht. Der Sieg ist unser. Ist im Liebesdienst tätig. Geil. Warum nicht? Nein, ich hab kein Liebe. Nein, ein Einbruch war erfolgreich. Na, also irgendwas stimmt da gerade wirklich nicht. Oh, super. Es macht schon Sinn, beim Landwirten einzubrechen, muss ich ehrlich sagen. In Ordnung. Das bringt mir schon sehr viel Kohle. Moneten, Zaster, Gold, Taler, Pfennige, was auch immer. Also das ist schon sehr, sehr cool. Das gefällt mir echt gut. Liebesdienst. Eieieiei. Ist die Frau. Was machst du da? Ach so, das. Das Schnecke ist das. Ja, dann gehen sie mal da rein da. Muss ich wohl oder übel mit dir tanzen oder wie? La 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 la. Der Sieg ist unser. La 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 la. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Da bin ich aber jetzt gespannt, ob wir da einbrechen können oder nicht. Da bin ich jetzt echt gespannt. Oh oh. Was macht denn der Dorfschulz da ganz ungeschützt? Eieieiei. Na klar doch. Hoppala, da hat sie wer verirrt. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ups. Oh, shit. Och. Wird erledigt. Ach so, da sind wir zu Hause. Verzeihung. Die Rechtsprechung wurde geändert. Der Ehre wegen. So, ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Kleinigkeit. Jetzt können wir nach Hause gehen. Jawohl. Was wird man hier? Oh. Oh, wo ist der Herr Dorfschulz? Wo ist er? Na, wo ist er? Ein Einbruch war erfolgreich. Yes. Wie ist denn das ständig? Hm? Da schau her. Ein Einbruch war erfolgreich. Unannehmbare. Oh, sauber. Oh. Ich sag, das bringt am allermeisten. Das ist so krass, echt. Was ist denn hier? Was? Was ist denn hier? Kann ich hier auch tätig werden? Da ist eine Taverne, wo wir. Wo sind wir denn hier? In Pressburg, natürlich. Jo, Steffen, Chosen. 1410 erst. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Das habe ich schon öfter gehört. Eines eurer Kinder kann eingeschult werden. Möchte nicht. Ich möchte nicht. Nun? Spiel wird gespeichert. Bitte warten. Können wir irgendwas Kuscheliges machen? Ach. Ist so viel Romantik, das hält gar nicht aus, wirklich. Dankeschön. Danke ich will sehr. Was Süßes haben. Eieiei. Viel Spaß im Internat. Baba. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ein Einbruch war erfolgreich. Yes. Wird erledigt. Yes. Oh. Ups.
Da kriegt, glaube ich, gerade jemand aufs Maul. Da ist jemand verstorben. Schade, kann passieren. Aber ich möchte es trotzdem so weitermachen. Wie gesagt, das läuft eigentlich relativ gut. Wenn ich das einmal so sagen darf. Schaut, dass wir nicht Schutzgeld erpressen können. Wo das ist der rum? Fast ein bisschen cooler, nur zusätzlich zumindest. Na, das machen wir hier eher nicht. Oh. Das ist nicht so gut. Was ist? Wie schaut es jetzt aus? Also, wenn es jetzt nichts wird, dann lassen wir es einfach. Jo, es liegt auch rein. Servus. Ah, bei mir aus. Endlich, Mama Mia. Furchtbar. Furchtbar. Jo, mach das. Tschüss. So. Hallo, Markus. Sie ist schwanger. Dieb hat Informationen gesammelt. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Wird erledigt. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ja, ja. Wie ist der Plan? Lächerlich. Das Problem ist nur, wenn... ja, Söldner vorbeikommen. Ein Einbruch war erfolgreich. Nice. Dann wo ist soll es ich zuschlagen? Nicht mehr so lächerlich. Es wundert mich aber, dass es funktioniert hat. Muss ich ehrlich sagen. Es wundert mich immer wieder, dass es so gut funktioniert. So, wir gehen jetzt... Ein guter Plan. Achso, wir können doch... Und kaufen uns den nächsten Titel. Nur brauchen wir mehr Kohle, damit wir nachher... Ja, mal schauen, was wir hier sonst noch so bauen können. Sonstige... Was ist das? Ein Warenhaus. Ein Haus könnte man bauen. Ich bin mir sicher, dass das unter Umständen... Ein Einbruch war erfolgreich. Perfekt. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wirklich. Muss ich echt sagen. Das macht richtig Sinn. Wenn das Einbrechen so lukrativ ist, das macht richtig, richtig Sinn. Bei der Heilerstube waren wir schon lange nicht mehr zu Besuch. Das macht Spaß und Sinn. Ja. So. Titel kaufen. Ein guter Plan. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Die Rechtsprechung wurde geändert. Na komm, schneller bitte, ich hab nicht ewig Zeit. Es schmerzt im Geldbörserl, es schmerzt. Aber macht nichts, wir machen das ja für einen wahnsinnig guten Zweck. Ja, ich glaube, du gehst wieder raus. Ich habe ein bisschen übersehen, wo die Kollegen sahen. Jau. Jau. Ich bin bereit. Was hast du, bist bereit? Boah. Was ist mit dem los? Ja, ja, danke. Achso, werden es probieren. Hat Informationen gesammelt. So, 8 Betriebe. Und zwar Giebelshaus. Nice. Lächerlich ein paar Münzen. So, schauen wir nochmal vorbei. Was ist los? Ja, gut. Ich glaube, es wird uns nicht recht für anderes übrig bleiben als. Mach ich. Okay. Bin mir nämlich nicht sicher, was wir machen sollen. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, was wir als nächstes machen sollen. Habe ich euch schon mal die. Was möchte er? Er möchte nicht mehr arbeiten. Was denn? Das macht mir echt ein bisschen Sorgen. Muss ich echt entlassen. Tut mir leid. Kann so nicht arbeiten mit dir. Gehen wir mal jetzt nur ein bisschen hier unsere. Euer Dieb hat Informationen gesammelt. Ein Einbruch war erfolgreich. So nice. Es ist so cool, wenn das erfolgreich ist, aber wir brauchen so ein bisschen so Verkehrshauptlinie, Ader, Geschichte, Dingste da. So, sind wir jetzt beliebt? Können wir jetzt vielleicht neue. Charismatisch. Sind wir nach wie vor nicht mega krass. Aber besser als wie nix. Können wir noch ein bisschen Geschicklichkeit. Jawoll! Level 4 erreicht. Da schau her. Sehr gut. Ortsvorsitzender. Geborener Politiker. Klingt doch perfekt. Es klingt... Was? Alderman Wahl. Okay.
Ein Einbruch war erfolgreich. Das funktioniert auch immer wieder sehr gut. Dankeschön. Können wir gleich da weiter einbrechen? Schauen wir mal. Das heißt, sind wir jetzt politisch... Warte mal, bleib da mal stehen. Auf ein Amt bewerben. So. Jetzt bräuchte man da irgendwas. Ich probier's trotzdem wieder. So sei es. Keine Ahnung, irgendwann muss das funktionieren. Euch wurde ein Sohn geboren. Oh. Dankeschön. Basteln. Oh lol. Was ist jetzt los? So schnell? Achtung, langsam. Okay. Amtswahl. Ich versuche das jetzt trotzdem. Wo ist der Feind? Mir ist es jetzt wurscht. Scheiß drauf, egal. Hoffentlich nehmen das. Mr. Sackface 2000, 3000, 4000. Komm jetzt. Vielen Dank. Er kann doch nicht nah sein. Jemand lässt sich von euch bestechen. Ist was? Ich hoffe, das reicht jetzt, hä? Ein Einbruch war erfolgreich. Ah, ich kann das nicht nur mehr machen. Es reicht fix nicht, 100% nicht. Ich weiß nicht, wo ich nur brechen soll. Wenn ihr meint, wie ist der Plan? Ja, ne? Ich möchte eigentlich... Oh. Ich will mal hoffen, dass ich heute alle gesehen habe. Ich finde es jedes Mal aufs Neue unheimlich. Aber ich mache mir da keine großen Sorgen. Ich finde es jedes Mal aufs Neue unheimlich. Naja, ich bin da einer anderen Meinung. Ich hoffe, das ist gut investiertes Geld hier. Ach so, okay. Rahmspinat, servus. Ich spiele da circa, also heute fast eine Stunde. Und sonst gestern eine Stunde irgendwie so. Hallo Jürgen, servus. Oh, das geht sich nicht mehr aus. Das geht sich leider nicht mehr aus. Schade. Kacke. Nein, geht sich nicht mehr aus. Sehr schade. Kann man nichts machen. So, jetzt drückt es mal die Daumen hier. Bitte. Eine politische Karriere beginnt typisch österreichisch. Aber wurscht. Die heutige Versammlung oh, ist da eröffnet. Kann nichts mehr machen. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Fast, ja. Ist schon fast die Position frisch. Als Dorfschulze. Ihr wagt es mir, mein Amt nehmen zu wollen, das werdet ihr büßen. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Ist doch der Bur, oder? Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Das ist der Sohnemann. Ich sage nur so viel. Wägt diese Entscheidung alle gut ab. Ruhe, lasst uns einfach abstimmen. Oh. Danke für euer Vertrauen. Oh, puh. Das war knapp. Auf das war auf jeden Fall knapp. Steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Ich weiß gar nicht mehr. Den Hauptmannposten. Fuga habe ich nie gespürt, ne? Ich soll Gilde 1 habe ich gespürt, ja. Wo ich doch immer und nur zum gern Besten sogar. Unserer Stadt gearbeitet habe. Ja, sehr gern sogar. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Die Annelie gibt's nur immer, ich werde narrisch. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Außer mir besitzt keiner die Fähigkeiten für diesen Posten. Wir werden nunmehr über diesen Antrag abstimmen. Danke für euer Vertrauen. Lasst uns nun um folgenden Amtssessel debattieren. Das ehrenwerte Amt des Gildenvertreters.
Einen Moment mal. Mich absetzen? Das soll wohl ein Scherz sein. Lächerlich, ja. Lächerlich ist das Ganze. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Ich bin jetzt so krass gespannt, ob meine Versuche, die zu bestechen, funktionieren oder nicht. Lasst uns zur Abstimmung kommen. Da kein eindeutiges Ergebnis vorliegt, entscheidet das Los für einen Anwärter. Wow! Danke für euer Vertrauen. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Justin, ich glaube, du hast ein fettes, mega krasses Problem, okay? Jetzt pass mal auf, du Arschgesicht, du. Wenn du glaubst, du kannst mich da jetzt irgendwie bescheißen oder so, ja? Spür mal hier das Spür ein bisschen anders. Psst. Aufpassen, jetzt spielen wir das Spiel nach meinen Regeln. Jetzt, ihr habt es mit dem Falschen angelegt. Eieieiei. Wie kann man nur so blöd sein, dass man das macht? Ja, das war ein Fehler. Na, das ist auch ein Fehler. So, was macht der Kollege? Oder ich glaube, der kann mir da jetzt irgendwie... Eieiei, na? So frech war noch niemand. Wo ist er? Wo ist er? Na, wo ist er? Wo ist er denn? Hä? Wo ist er? Oh, da braucht man Verstärkung. Was ist los? Jau. Wo soll ich zu? Mach ich. Oh, braucht man Verstärkung. Was ist los? Na klar doch. Da braucht man definitiv Verstärkung. Der Sieg ist unser. Ja, da braucht man Verstärkung. Okay. Ja, weil die einfach so viel Geld bringt, ne? Minen sind lukrativ, auf jeden Fall. So, was ist jetzt da los? Na klar doch. Ja, ist ein bisschen viel los da, oder? Ich mag mich nicht mit einmischen. Ich mag mich leider nicht. Was ist denn jetzt, Alter? Whoops. Ja? Na gut. Dann... Wie machen wir mein Langschwert aus? Das kann er nicht überleben, Alter. Oh lol. Chance, Kinder, das gibt's doch nicht erst. Ist das ärgerlich. Was ist denn hier los? Eieiei. Möchte jetzt nochmal, das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir werden bald einsperren gehen, wenn das so weitergeht. Machen wir hier das einmal auf KI und schauen wir mal, wie die KI das macht. So ärgerlich. Komm, steh wieder auf, ist ja nichts passiert. Die paar Kratzer hier. Oh. Steh wieder auf. Ich höre.
Ja, bitte gut. Noch? Meine Klinge ist scharf. Na, wait a minute. Der Sieg. Eine Dynastie trauert. Die woanders hin. Ihr werdet krank. Okay, mach was du willst. Mach's woanders. Wo ist der rum? Ich bin mir nicht sicher, ob die was machen. Mach ich. Mach mir gerade ein bisschen skeptisch. Mach ich. Wenn wir die mal zum Dienst einteilen, ich weiß nicht, was die nämlich macht mit denen. Wenn ich ehrlich sein darf. So, vor Krankheiten geschützt. Bürger, ja. Ja, das war ein Satz mit X, ne? Ach so, kann man das machen? Den Rest geben. Jetzt stehen halt schon wieder so viele Stadtschergen da, das taugt mir überhaupt nicht. Mann, mir ist das ärgerlich. Wieso mag mich der nicht? Okay, der mag mich jetzt aber eigentlich gar nicht so schlecht. Gehen wir mal zum Medikus. Ja. Soll ich helfen? Fancy, servus. Schauen wir mal, ob es hier was Spannendes wieder gibt oder überhaupt gibt. Irgendwie was Cooles, was wir brauchen können. Unter Umständen, schlechtesten Fall einfach ein bisschen. Das gibt es hier nirgends. Das ist so krass ärgerlich. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich, wenn ich das einmal so sagen darf. So viele Stadtschergen, wie es hier gibt, das ist ein Wahnsinn. Ach, was soll ich machen? Kleinigkeit. Wollte hier? Nein. Kann Sinn, oder? Oh, machen wir das hier. Wir brauchen jetzt einmal ein bisschen Kohle wieder. Ich hoffe, das läuft. Was gibt denn die ständig aus da? Kann ja nicht sein. Was? Hat schon so gut funktioniert alles. Unglaublich, wirklich. Aber wieso geht da kein Mensch einbrechen? Das finde ich ja schade. Darf man das nicht verwalten lassen von der KI? Ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt optimal. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut funktioniert oder schlecht. Wird erledigt. Aber ich glaube, es funktioniert manchmal schlechter, als unbedingt sein muss. Schauen wir mal, dass wir an Kohle kommen. Und mach ich. Das ist ziemlich zügig und zwar mit Einbrüchen. In Ordnung. Weil ich weiß noch nicht, für was die KI da jetzt irgendwie in Ordnung. Einen Wagen kauft. Das verstehe ich auch nicht wirklich. Und was mache ich selber? Wir können so ein bisschen Taschendiebstahl machen, oder? Handwerkskunst, na, Kampfkunst wäre nicht schlecht gewesen. Rhetorik. Falschen Geheimwissen. Na, brauche ich nicht. Rhetorik? Na, brauche ich auch nicht. Gesinnung, wandelnder Albtraum, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber, es ist 20 Uhr. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie wir das lösen werden, keine Ahnung, McCormick, servus. Aber wir schauen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder weitergeht hier. Morgen vermutlich sogar schon. Also bis morgen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.